Guck mal, hier kann man sehen, was ich für Leute so bei YouTube abonniert habe. Ne? Und man hier so sieht, wo ich meine Spielideen herkriege, wen ich so gerne anschaue, ne? Wo ich sagen muss, hier, Feline Cat Angel, wo man auf jeden Fall mal ein paar Abos hinterlassen kann, weil sie gut ist. Hier sehen wir Lunex, der nun schon zum zweiten oder zum dritten Mal seinen Kanal von komplett vorne anfangen musste, was da auch immer schiefgegangen ist. Kelderson, der macht auch wieder Videos, das finde ich auch ganz cool. Oder auch wirklich sehr, sehr gut ist der Sari. Oh, hier mal Eden 32. Aber guck das mal an. Drei Aufrufe, zwei Aufrufe, vier Aufrufe. Hier müsst ihr definitiv mal rein, Leute. Hier müsst ihr mal was tun. Kelderson abonnieren. Hier gibt es kostenlose Musik. Per Gynt macht gute Musik. Der Tomatenmann. Woher kenne ich eigentlich den Tomatenmann? Ich weiß es gar nicht. Salem und Bijou Senshi. Worst Play. Schlechtestes Spiel. Muss ich mir auch mal anschauen. Habe ich noch gar nicht gesehen. Hier haben wir Mr. Kuno. Da müsst ihr auch definitiv was tun, Leute. Da müssen wir mal gucken. Guckt euch das mal an. Aber schau mal hier, 80 Aufrufe, 53 Aufrufe, 47 Aufrufe. Also das Zumindest. mit Spider-Man funktioniert nicht. Nee, zumindest werden seine Videos aufgerufen. Das ist ja gut. Dave Plays ist hier noch da. Malwanne, One-Click. Ich will mal kurz gucken. Will ich eigentlich ganz gerne mal zeigen will. Hier, Arapiax, der hat das. Guck mal hier, das Intro für mich gemacht hier. Ganz cool. Der macht aber noch mehr so Intros. Mal schauen, was man da noch so kriegen kann. Clash Crafter, die Klugscheißerin. Das habe ich immer ganz gerne geguckt hier. Klugscheißer mag niemand, aber trotzdem. Das habe ich immer ganz gerne geguckt hier. Fünf vermeintlichen Wahrheiten, die eigentlich gar keine sind. Könnt ihr euch angucken. Padlock, auch hier. Padlock macht ganz coole Videos. Auch das finde ich ziemlich nice. Guck mal hier. Berlin, Los Angeles, Papi, ich werde USA. mal eben Ziemlich cool. schnell auf Toilette Du wirst schon gehen. auf Toilette gehen. Ich will dabei mal. Na, dann geh du mal auf Toilette, dann kommst du gleich wieder. Wir wollen doch jetzt Folgendes machen. Wir wollen ja jetzt ein neues Spiel testen. Wir wollen ein Nö. neues Spiel angucken. Ich will nur mal kurz vorher einfach so zeigen, wen ich hier so gerne. Wo ich denke. Ach, guck mal hier zum Beispiel. Einfach echt Julia. Echt Julia hat sich zum Beispiel auch total verändert. Da haben sich die Videos auch sehr, sehr, sehr verändert, muss ich dazu sagen. Gronkhs RPGs, Guitar Geek, Julian Bam, Jürgen Huss, Kevin MacLeod. Wo ist denn jetzt hier Mr. Wissen to Go? Na ja, gut, gucke ich auch gerne mal rein. Nur Copyright Sounds, natürlich, da kennt man ja Alan Walker her zum Beispiel. Was ist denn das? Quitschibu007 zum Beispiel. Schau dir das mal an. Vor 3 Wochen aber, das ist schade, da sind nichts mehr. Skillex hier, der spielt sehr viel Vainglory zum Beispiel. Auch da kann man was tun. Hat noch weniger Aufrufe, aber macht das ganz gut sein Ding. Also da auf jeden Fall mal reingehen. Smurf. Ich möchte mal kurz sagen, Smurf, wo ist denn jetzt eigentlich hier Smissel? Ich finde Smissel nicht. Die Klugscheißerin, Miochen, die Ritterin der Welt, Saber Rider, Smissel. Hier ist Smissel. Habe ich darauf, bin ich darauf aufmerksam geworden. Der macht ganz coole Videos auch. Macht die ganz cool. Wir gucken mal einfach kurz mal rein. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hearthstone. Heute spiele ich wieder die Arena weiter. Wie ihr letztes Mal gesehen habt, habe ich noch gewonnen. Einen Versuch habe ich noch. Stufe 3 Schluss, das ist jetzt nichts Besonderes. Aber wer weiß, vielleicht gewinne ich ja noch ein paar Runden. Das wäre natürlich optimal. Mal sehen. Ja, hier. Also bei Smissel, den habe ich deswegen kennengelernt, weil seine Partnerin hat ein Video bei YouTube hochgestellt. Da geht es um die Geburt ihres Kindes und um die Schwangerschaft und die ganzen Ängste und so drumherum. Und da habe ich einfach unter das Video geschrieben: Herzlichen Glückwunsch, weil immerhin, sie hat ja nun ein Kind bekommen, das hat mich gefreut und so freut man, das gratuliert man ja. Und da hat sie geschrieben: Ey, das ist ja nett, dass du schreibst und so, guck mal da meinen Kumpel, meinen Partner mal an, mein Freund. Das ist der Smissel, der macht auch Let's Plays. Und da habe ich immer so reingeguckt und habe festgestellt, ja, und der macht das ganz gut. Und wenn er das ganz gut macht, dann warum nicht mal ein bisschen Werbung für den machen? Das seht ihr hier auch, ist auch arg dabei. Der ist ganz neu, ganz frisch, hier, ganz, ganz total frisch ist der. Hat 18 Abonnenten und ihr seht jetzt hier Kanalinformationen. 18 Abos, 1250 gesamte Videoaufrufe innerhalb. Bisher hat noch nicht mal ein richtiges Bild oben drin, ne? Hat nur hier so die Uploads. Da könnt ihr definitiv mal reinschauen. Fände ich ziemlich nice. Und jetzt kommt das Intro und dann geht's los mit unserer Spielvorstellung. Denn heute geht es um das Spiel Ark für Android. The Ark of Craft. Das Ja, jetzt gucke hier, da sind wir. Da Dinosaurier. sind auch Dinosaurier. Ja, pass mal auf. Jetzt zeige ich dir, wie das Spiel funktioniert.
Hier sind wir also jemand, der landet auf einer Insel. Siehst du, der sieht adrett aus. Wenn wir mal gucken. Achso, man kann hier nicht drehen. Ich gehe mal. Achso, kann man hier irgendwas. Ruckelt das jetzt so, weil die Aufnahme gerade geschaltet hat? Dahin ist. Dahin ist ein Dinosaurier. Hast du gehört? Ja. Was hast du gehört? Ein Vogel. War das ein Vogel? Bist du sicher, dass so ein Vogel klingt? Ich habe da hinten einen Dinosaurier gesehen. Ja, guck da mal. Hinten ist was. Guck. Ja, na, pass auf. Neues Spiel. Wir starten ein neues Spiel hier. Ja, wir möchten. Wir fangen mit dem Tutorial an. Das heißt, wir schauen uns also mal an, wie Ark auf dem Tablet läuft. Also wir müssen hier so gucken, können wir uns umschauen, ja? Hier das können wir. Die Steuerung. Hier können wir laufen. Das heißt, das geht also schon mal mit einem. Da können wir Fußabdrücke klauen. Nee, das ist schnell rennen. Lass uns das mal machen, was hier steht. Jetzt lass uns ein paar Stöcker holen, ja? Also geh zum nächstgelegenen Baum. Jetzt gehen wir dahin, wo das Weiße ist. Hier, wenn man da drauf tritt, dann rennt man, schau. So, jetzt diesen Knopf drücken, um Stöcker abzumachen. Hit the tree using the attack button. Aha. So. Jetzt klopfen wir mit der Hand daran. Ich höre das Räuschen des Wassers auch. Wasser hören wir? Also wir müssen mal gucken. Die Insel ist gigantisch groß, denke ich mal. Oh. Er rennt nicht sehr schnell. Jetzt gehen wir zum Stein. Jetzt klopfen wir mit der Hand noch auf den Stein. Pass auf. Mal sehen, bumm. 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 So, jetzt gehen wir ins Inventar. Jetzt schauen wir uns das mal an. Also pass auf. Hier ist der Crafting-Tab. Ja, hier gibt es das Werkzeug. Und hier schmieden wir jetzt unsere erste Axt. Dam, 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 dam. Jetzt haben wir die. Jetzt ist die Axt da. Drag die Axt nach da. Papa, können ja? Wir auch ein Schwert und einen Bogen machen? Bestimmt. So, jetzt gucken wir mal hier. Aha, da können wir also Geld bekommen. Was ist das hier? You can build houses now. Jetzt gehen wir hier hin. This mode is for house building. To arrange. Also das ist für Haus bauen. Hier können wir Inventar bauen. Und hier können wir ein Lagerfeuer machen. Um in den Baumodus zu kommen, muss man hier drücken. Du kannst mit erster Person oder dritte Person spielen. Das ist also hier. So, möchtest du ein Starter-Kit bekommen? Nö. Brauchen wir nicht. Kaufen brauchen wir auch nichts. Wir könnten, aber guck mal. Wir könnten für wenig Geld hier bekommen. Jetzt gehen wir mal in die Einstellungen hier rein. Die Sprache können wir nicht auf Deutsch stellen. Aber wir können die Qualität mal auf fantastisch stellen. Wir haben immerhin ein Nvidia Shield Tablet. Mal gucken. Oh, guck das mal an. Erste Person, das ist wie bei Minecraft, ne? Oder hier dritte Person. Guck mal, wie das aussieht. Ist das nicht fantastisch? Ich mache ein bisschen leiser. Ich muss nur ein bisschen leiser machen. Das sieht doch super aus, ne? Und jetzt haben wir also eine Axt hier. Und jetzt gehen wir noch mal ein bisschen Holz sammeln. Das heißt, wir rennen mal hier runter. Hier so. Also an dem Spiel ist natürlich, es wird natürlich viele geben, die sagen, das ist ja gar nicht wie Ark. Es fängt an zu schneien. Oh, du hast recht. Der Winter kommt. Natürlich ist es nicht wie Ark auf der PlayStation 4 oder auf dem PC. Aber es ist im Moment ein Spiel, was entwickelt wird und was in die Richtung geht. Und wir gucken uns auf jeden Fall an, was es hier noch so alles zu erleben gibt. Wir müssen noch ein Haus bauen dann. Jetzt machen wir den Baum kaputt. Pass auf, hier oben siehst du, wie viele Lebenspunkte hat der Baum noch. Gleich fällt er um. Zack, noch einmal und dann, jetzt fällt der Baum um. Jetzt gucken wir noch mal ins Crafting-Menü rein. Warte mal. Hier. Da. Guck mal, was wir alles bauen können. Können wir eine Spitzhacke bauen? Wir brauchen Steine. Und wir könnten ein Laserschwert bauen. Hier, ein Superschwert. Da brauchen wir aber richtig coole. Und ein Laserschwert da. Ein Laserschwert gibt's da auch? Ja. Das habe ich gar nicht gesehen. Jetzt gehen wir mal hin. Geh noch. Oder gleich? Mit der Axt machen wir jetzt natürlich. Oh, Achtung, da ist ein Dinosaurier. So, jetzt. Dann mal. Achtung, da ist ein Dinosaurier. Okay. Da tut uns aber erstmal nichts. Ich habe zwei. Drei. Jetzt gehen wir noch mal hier rein. Jetzt müssen wir eine Spitzhacke bauen können. Warte. Können wir eine Spitzhacke bauen? Ja. Eine. Hab ich und jetzt? Hier ein Laserschwert. Da können wir uns aha kümmern. Ein Laserschwert. Naja, du hast schon recht. So. Ich guck mal, was noch zu bauen geht. Warte, warte, warte. Wir gucken mal hier rein. Also, wir gucken jetzt mal hier rein, was wir bauen können und wie es funktioniert. Also, vielleicht kommt ja hier auch irgendwann mal ein Multiplayer-Modus. Es hängt gerade. Irgendwie hängen hier letztendlich alle Spiele. Aber na gut. Werbung kommt. Deswegen hängt es vielleicht.
Drück einfach um aufs Kreuz. Warte. Clash Royale Werbung ist das bestimmt. Ja. Jetzt guck mal in den Inventar. Kurz warten, bis das Spiel wieder da ist. Ton ist wieder da. Warte. Jetzt da. Du, guck mal, ist das du alles? Du siehst da ein Laserschwert. Das hier? Ja. Das ist ein Holz. Das ist ein Holzschwert. Hier hast du ein Steinschwert. Hier hast du ein Knochenschwert. Und da ein Diamant. Knochensäge. Hier hast du ein Eisenschwert. Hier hast du einen Bogen. Aber, mehr ist hier erstmal nicht. Jetzt haben wir hier drüben Häuser, Hauswand. Hier haben wir Rüstung, schau mal. Rüstung. Ich weiß noch nicht so ganz, wie das gehen wird. Oh, hier ist eine Weihnachtsmannmütze. Du bist mal ein Weihnachtsstern. Und egal, Wolle. Was. Und Fackel können wir auch bauen. Und hier vorne können wir jetzt aus den Stöckern, die wir haben, Holz machen. Das heißt, wir werden jetzt also noch mal ein bisschen Stein. Achso, nehmen wir dir mal in die Hand, die Spitzhacke. Und dann werden wir noch ein bisschen Stein sammeln. Ein großer Stein. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir hier mal einfach irgendwo langlaufen und gucken uns mal die Gegend ein bisschen an, ne? So, nochmal noch ein paar Steine hier. Du siehst auch, das Werkzeug geht kaputt. Wir müssen also irgendwann ein neues Werkzeug bauen. Guck mal, wie es aussieht hier. Wie toll das aussieht auf der Insel. Schön ist natürlich gemacht, dass die... Das ist halt eine Insel, dadurch ist die Karte natürlich begrenzt. Was ist denn das hier für ein Symbol? Kann man lange drauf drücken? Hilfe? Nee. Okay. Hier nochmal noch einen Baum mitnehmen. Nehmen wir das in die Hand. Und bam. Und dann gucken wir mal, ob wir ein Haus bauen können. Was wir dafür brauchen vor allem. Und ich weiß noch gar nicht, vielleicht trainieren wir uns ja hier. Ich guck mal, was ist denn das hier? Was ist das? Ach so, okay. Das Crafting-Menü. Hier können wir jetzt also zum Beispiel Bretter bauen. Ne? Wir machen mal zwei Bretter. So. Jetzt haben wir Bretter gebaut. Und jetzt gucken wir mal, wofür brauchen wir Bretter? Hier können wir Äxte bauen. Hier brauchen wir Eisen. Für Eisen kriegen wir so schnell nicht. Hier die Spitzhacke, das kennen wir schon. Was ist denn das hier? Eine Hake, glaube ich. Das ist bestimmt, damit man nachher auch Getreide anbauen kann oder so. Und jetzt müssen wir mal gucken, wollen wir mal in den Hausbaumodus gehen, aber ich glaube, dafür werden wir noch nicht genug Bretter haben, um uns ein Haus zu bauen. Wir gucken mal, ob wir vielleicht auch Schafe irgendwo finden. Wir müssen ja irgendwie an Wolle kommen. Oder müssen wir hier vielleicht? Die haben jetzt aufgehört. Jetzt haben die Geräusche aufgehört, ob schon die Werbung kommt. Hier ist also nichts. Aber da oben, guck mal, da oben ist auch was. Wir gucken uns das mal an, was ist denn da? Wir werden eine Fackel. Wir haben Hunger, wie es aussieht. Wir müssen also was zu essen besorgen. Da müssen wir mal schauen, ob hier. Da liegt ein Weihnachtsgeschenk. Jetzt hat die Musik aufgehört. Ja, hier liegt ein Weihnachtsgeschenk. Ach, da haben wir einen Weihnachtsstand bekommen. Alles klar. Die Musik ist zu Ende. Da muss ich selbst Musik in den Hintergrund legen nachher. Hier haben wir Eisen, glaube ich. Guck mal, was es hier gibt. Wir bauen es mal ab. Wir nehmen mal Spitzhacke. Haben wir in der Hand? Oh, da hinten sehe ich ihn. Ey! Ich habe keinen Schwert. Der beißt, der greift uns an. Aber wie kriegen wir den besiegt? Wir haben keinen Schwert. Doch. Doch, wir haben ihn besiegt. Wir haben ihn besiegt. Alter, da müssen wir aufpassen. Wir haben ihn mit der Axt besiegt. Aber mit dem Schwert wäre natürlich besser gewesen. Wenn wir ein Schwert gehabt hätten, wäre natürlich klasse. Jetzt gucken wir mal hier. Was ist denn das? Lehm ist das. Haben wir gleich mal ein bisschen Lehm eingesammelt. Aha. Die Vögel von Guck mal da hinten. Oh oh, geh nicht da hinten, da ist ein Dinosaurier. Ich hoffe, das ist kein Böser. Oh, hier ist doch noch so ein Vieh. Da rennt noch so ein kleiner Dinosaurier rum. Da ist ein Stegosaurier. Man kann auch hier die Dinosaurier zähmen. Das ist, das Spielprinzip ist dem von Ark schon nachempfunden. Das ist noch so ein hässliches, kleines Ding. Wir brauchen aber vor allem... Jetzt kommt Musik wieder. Wir brauchen vor allem langsam was zu essen. Das heißt, ich habe schon gesehen, dass es hier irgendwo Bärensträucher gibt. Wir müssen also mal schauen, ob das hier irgendwo... Wenn du irgendwo Bärensträucher siehst, dann sag mal, was ist da? Guck mal, hier ist noch ein Geschenk, oder? Ja, hier ist noch ein Geschenk. Vielleicht ist da ja noch mal... Ja, die haben an Weihnachten gedacht schon damals. Zwei Sterne und ein Zweig.
aber auch nichts zu essen. Wenn man an gewisse Büsche rangeht, da kommt dann so ein Symbol. Oh. Nee, da gehen wir mal nicht hin. Es gibt ja gute Dinosaurier und es gibt böse Dinosaurier, nicht? Weißt du das? Ja. Manche wollen uns essen und manche wollen uns nicht essen. Manche wollen uns ins Maul nehmen und manche wollen uns. Oh, der Winter beginnt wieder. Ja, es fängt wieder an zu schneien. Wir brauchen definitiv langsam mal was zu. In der Rüstung brauchen wir. Das ist kein Baum hier. Das zählt auch nicht als Baum, glaube ich. Nee. Da drüben können wir vielleicht hinschwimmen. Können wir da vielleicht hinrennen zu dem? Okay, ich muss ja mal. Auch hier muss ich ein bisschen die Grafik runterstellen. Vielleicht wird auch das Tablet einfach zu heiß. Weil ich hinten diese komische Schutzklappe dran habe. Warte mal, ich guck mal, ob ich die abnehmen kann. So. Dann ist das nicht so ein Wärmestau hinten dran. Ah, hier sind Bären dran. Schau mal. Jetzt haben wir ein paar Bären gefunden. Aber nicht mehr viele. Das ist jetzt aufgebraucht. Jetzt gucken wir mal hier rein. Können wir die essen? Warte mal. Da. 24 Bären. Das wird den Hunger besser machen. Aber wie viele wir da jetzt brauchen, weiß ich natürlich nicht. Können wir die nicht einfach hier unten hinlegen? Doch, können wir. Na, guck mal hier, jetzt kann man Bären essen. So, siehst du, jetzt sind wir wieder satt. Okay, also müssen wir... Nee, ein erstmal noch. Siehst du, jetzt ist die. Jetzt sind wir wieder satt. Hier ist noch so ein Busch, guck mal hier. Laufen wir nach hier hin. Hier haben wir auch noch ein paar Bären, siehst du? Achte. Was haben wir ein Blatt davon gekriegt? Neune. Wieder Blatt. Noch ein Blatt. Was wir jetzt damit machen, weiß ich natürlich noch nicht. Eine Beere haben wir gekriegt. Jetzt laufen wir mal weiter. Jetzt gucken wir, was es hier noch so gibt. Ich bin ja gespannt, ob es hier irgendwann ein Multiplayer-Spiel gibt. Also ob das irgendwann multiplayer-mäßig unterwegs sein wird, das Spiel. Oder ob es davon eine Abwandlung geben wird, dass man auch zusammenspielen kann. Das wäre natürlich schon eine richtig coole Geschichte. Da hinten ist ein Flugsaurier. Ob der gefährlich ist? Ich hoffe mal nicht. Jetzt nehmen wir nochmal ein bisschen Holz mit. Jetzt schneit es wieder. Ob wir mitten im Sommer hier reingekommen sind? Okay, ein bisschen Holz. Dann können wir uns langsam auch, glaube ich, ein Lagerfeuer machen. So. Was ist passiert? Hat wieder gehangen, bloß. Ja, ja, hab die Grafik zu hoch gestellt. Offensichtlich. Zum nebenbei aufnehmen. Ist das nicht geeignet? Ich nehme es nochmal runter. Zack, wir gehen hier mal hin. Fantastische Grafik machen wir einfach mal zu guten Grafiken. Da sind die Schatten nämlich auch gleich wieder weg. Sensitivität, Charakter reparieren, brauchen wir nicht. Hat man es einfach mal gesehen, das ist der Schatten wieder aus. Jetzt läuft das wieder deutlich besser, denke ich. So. Aha. So viel dazu. So viel besser wird es offensichtlich nicht. Ich muss vielleicht die Spielnummer verschieben. Mit internen und externen Speicher. Ich muss mal gucken, wohin das Video geschrieben wird, während das Spiel von wo gelesen wird und so weiter. Müssen wir mal gucken. So, jetzt haben wir erstmal ganz viel Holz, denke ich. Was brauchen wir denn, um ein Lagerfeuer zu machen? Zum Glück haben wir das Glück, dass uns nicht kalt wird offensichtlich, weil sonst müssten wir uns nämlich eine Höhle suchen und ein Haus bauen. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt hatten wir Hunger. Ja, ich kann mal zwei Bären noch essen. Na, vier. So. Ich pass mal, was gehen wir hier rein? Hausbaumodus. Aha. Wände, Holz, Stühle. Okay, interessant. Ist das endlich ein Indianer da? Nö, das ist kein Indianer. Das ist einfach nur ein Zivilist. Wir gehen mal hier oben rein. Das ist ein Zivilist. Zivilist. Einfach ein Mensch ist das. Einfach irgendwie Mensch bloß. Wir gucken mal hier. Eine Tür. Ein Fenster. Eine Foundation. Da brauchen wir 10 Bretter für. Ach du grüne Neune. Weißt du, wie viele Bretter wir dafür brauchen? 10. Maximum. So. Also. Eine. Hier. Eine Foundation. Was? Plank. Max. Ach so, haha, jetzt haben wir es auch gecraftet.
Jetzt haben wir Planks. Und jetzt können wir nämlich hier eine Foundation bauen. Eine. So. Und jetzt müssen wir natürlich mal gucken, wo ist die jetzt? Hör auf zu ruckeln hier und kommen wir mal hier rüber. Wollen wir mal schauen, hier das Haus bauen. Das wird natürlich auch nicht. Wir warten, bis das Spiel wieder da ist. Da machen wir eine kurze, ach so, Werbung. Kurze Aufnahmepause. Nett. Na gut, natürlich, ein bisschen Werbung muss natürlich sein. Das Spiel ist immerhin kostenlos, muss man dazu sagen. Das Spiel ist kostenlos. Ich denke, es gibt sicherlich irgendwas, wo man bezahlen kann. Da gibt es auch keine Werbung mehr. Aber jetzt muss man erstmal, jetzt warten wir kurz, bis das Spiel wieder da ist. Und dann machen wir eine kurze Aufnahmepause. Und dann bauen wir im nächsten Video mal ein kleines Haus hier hin und gucken uns das auch nochmal an. Ja, also dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut und tschüss.